proppenvolles Haus in Rosenheim. Die Eisbären heute zu Gast bei der Mannschaft, die zuletzt dreimal hintereinander gewonnen hat. Und die Regensburger werden von vielen, vielen Fans begleitet, die sie lautstark unterstützen werden. Die Eisbären ohne die Langzeitverletzten. Thomas Schwamberger und Richard Diewisch, David Buß ist nach wie vor krank und Patrick Demetz, der ist überzählig. Das erste Spiel in dieser Saison hier in Rosenheim haben die Eisbären mit 3:1 gewonnen. Jungs, schauen wir mal, ob es klappt mit einer Wiederholung. Und die Eisbären versuchen es nochmal, die letzten Sekunden laufen in dieser Partie. Jogan haut über den Puck, noch 9 Sekunden. 1:0 Führung für Rosenheim und Regensburg braucht ein Eishockey-Wunder. Sie versuchen es nochmal und jetzt ist die Partie zu Ende. Rosenheim schlägt Regensburg mit 1:0 in der 8. Minute. Der Führungstreffer in Überzahl durch Lukas Laub und dem Treffer laufen die Regensburger die ganze Spielzeit nach. Zweite Niederlage hintereinander der Eisbären auswärts in Krimmitschau verloren und heute hier in Rosenheim verloren. Aber wie knapp war das? 0:1 aus Regensburger Sicht. Keine Tore. Man scheitert immer wieder an Oskar Autio, dem neu verpflichteten finnischen Torhüter der Gastgeber. Keine Treffer für die Eisbären und ein Türchen reicht Rosenheim, um Regensburg zu schlagen. Enttäuschung natürlich bei den Eisbären, Enttäuschung bei den mitgereisten Fans. Aber der Mannschaft kann wirklich niemand, absolut niemand, einen Vorwurf machen. Regensburg verliert in Rosenheim mit 0:1. Marvin Schmid ist bei mir. Marvin, 0:1 im Eishockey, ein seltsames Ergebnis. Ja, schon auswärts. Wir haben alles probiert. Aber die Scheibe wollte einfach nicht reingehen. Das war wie verhext heute. Es ging einfach nichts rein heute. Also ich glaube, mangelnden Einsatz kann euch heute keiner vorwerfen. Ihr habt alles probiert. Ja, wir haben alles reingeworfen. Auch zum Schluss nochmal jede Scheibe zum Tor. Immer nach, immer voll drauf. Aber es war wie verhext heute. Aber es ging einfach nichts rein. Ja. Verzweifelt man dann irgendwann, denkt man sich, der Torhüter ist nicht zu überwinden? Oder hat man immer noch Hoffnung, es klappt doch noch? Ja, ich glaube, verzweifelt ist bei uns keiner. Wir probieren es weiter, immer weiter. Irgendwann fällt bei jedem Torwart mal einer rein. Stimmung jetzt in der Kabine, zu Tode betrübt oder geht es einigermaßen? Ja, es geht. Wir schauen jetzt weiter. Wir spielen ja am Sonntag wieder daheim und da wollen wir das Ding wieder umbiegen. Vielen Dank, Marvin Schmidt. Bitte.